Lass jetzt ein Like da und abonniere diesen Kanal, wenn du diese Waffe kennst. Nur die wahren Season 0 Spieler kennen diese Waffe. Mal schauen, wer sie von euch kennt und ein wahrer OG ist. Ey Leute, ihr müsst diesen Witz unbedingt ausrichten, vor Epic und so viel zu Leute. Ich stehe hier, wie gesagt, einfach nur rum. Wir haben hier im Nebel umgesetzt und ein, zwei Sachen vorbereitet. Und ich kriege hier jetzt schon die ganze Zeit positive 200 XP. Das ist wirklich der beste XP-Witch, den es jemals gab. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Avis, Freunde. Und im heutigen Video habe ich für euch wieder meinen neuen XP-Glitch, da der alte gepatcht worden ist, aber das ist kein Problem. Denn dieser XP-Glitch funktioniert komplett AFK. Ihr könnt einfach chillen, YouTube nebenbei gucken, was auch immer. Und bekommt ganze Zeit pro Sekunde über 200 bis 500 XP. Der Trick ist wirklich nicht schwer, Leute, wenn ihr alles genauso wie ich im Video nachmacht. Und falls dieser Glitch eventuell von Epic Games irgendwann gepatcht werden sollte, findet ihr hier auf meinem Kanal direkt wieder einen neuen. Deswegen abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke und stelle auf alle, damit du eine Benachrichtigung bekommst, wenn es wieder einen neuen XP-Glitch gibt. Außerdem haben mich nur 10% der Leute diese Videos schon hier abonniert, Freunde. Und diese 10% gehören zu den Leuten, die einen von 70 Season 1 Kapitel 3 Battle Pässen gewinnen können. Falls du also einer der 10% sein willst und ein Season 1 Kapitel 3 Battle Pass kostenlos von mir geschenkt haben möchtest, drücke jetzt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben und mach die Benachrichtigung auf alle. Lass ein Like da und kommentiere so oft es geht dein Epic Games Namen in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnst du einen. Jetzt würde ich sagen, haben wir genug gequatscht, Freunde, gehen wir direkt rein in den neuen besten XP-Glitch. So Leute, für diesen neuen XP-Glitch, der gerade am 10.12. komplett noch funktioniert, Freunde, müssen wir als allererstes hier rüber gehen zu unserer privaten Insel, wie für jeden anderen XP-Glitch, nachdem ihr den Kreativmodus gestartet habt. Dann wählt ihr euch, wie gesagt, eine leere Insel aus, am besten irgendwie eine Insel, wo noch nie vorher was gebaut wurde. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine aus meinen gelöschten Inseln und baue diese hier auf. Hier sollte auf jeden Fall noch nichts gebaut sein. Und wenn diese Map geladen habt, Freunde, dann müsst ihr noch einen weiteren neuen Schritt hinzufügen, den ich euch dann gleich erklären werde. Und bevor ihr jetzt irgendwelche Videos überspringt, Leute, oder irgendwas hier skippt, kann es sein, dass wenn ihr es nicht genauso macht wie ich und einen Schritt überspringt, dass der ganze Glitch bei euch nicht funktioniert und ihr es wieder von vorne machen müsst. Deswegen hört mir gut zu und macht es einfach genauso, wie ich es mache, Freunde. Wenn das Ganze geladen habt, geht ihr jetzt einfach komplett ganz geradeaus hier rein und schaut, wo ihr spawnt. Wenn ihr hier gerade am Spawn seid, so wie ich, Freunde, dann bewegt euch nicht vorne oder nach hinten oder rechts, links, sondern fliegt gerade nach unten. Und bevor ihr dann euren Battle Pass, beziehungsweise bevor ihr dann euren Fallschirm zückt, bleibt ihr einfach stehen, sodass ihr gerade runterfliegt, sodass ihr genau über euren Spawnpunkt, wo ihr gespawnt seid, einfach jetzt landet. Damit wir das Ganze sicher haben, bauen wir jetzt hier einmal ein 5x5 Feld auf dieser Insel. Es kann wie gesagt jede andere Insel auch sein, es muss nicht die Frostinsel sein. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ganz fein säuberlich ausgebaut haben, dann kommen wir zum Schritt 2. So Leute, so sieht das Ganze bei mir aus. Ich habe jetzt hier so ein 5x5 Feld. Ihr könnt das auch größer bauen, aber bei mir hat es mit 5x5 bis jetzt immer geklappt. Nachdem ihr das Ganze gemacht habt, geht hier einmal rum und baut hier überall Wände hin, Freunde. Wie gesagt, überall setzt ihr jetzt hier eine Wand hin. So wie ihr es auch schon aus allen anderen XP-Glitches kennt, die wie immer funktioniert haben, Freunde. Und die werden auch immer weiterhin, denke ich mal, so funktionieren, dass man hier erstmal seine private Insel vor dem Respawn schützen muss. Nachdem ihr das Ganze gemacht habt, gibt es jetzt doch eine Änderung. Und zwar braucht ihr Geräte-Charakter-Items. Und die setzt ihr jetzt, wie gesagt, hier einmal an jeder Ecke von den Squares, Freunde. Sozusagen hat Epic Games jetzt geprüft, dass man in der Kachel wieder spawnen kann, aber hiermit gebt ihr, wie gesagt, der ganzen Sache vor, dass man nirgendwo hier drin spawnen kann, weil hier bereits dieser Charakter steht. So, Freunde, ich muss natürlich aufpassen, dass hier wirklich überall einer drin steht. Ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht, das ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, es ist nur wichtig, dass überall einer drin steht. Ich kann jetzt auch hier irgendwo noch einen platzieren. Das ist erstmal kein großes Problem, außer ihr habt, wie gesagt, nicht hier in diesen Ecken einen drin. So, Freunde, natürlich hier auch noch in der Mitte von dem Ganzen müsste natürlich auch noch hier überall einer drin stehen. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sieht das, wie gesagt, so aus. Und das kann sich schon mal sehen lassen. Jetzt kommen wir zum Altbekannten, und zwar nehmt ihr wieder die Spieler-Spawnfläche, drückt ihr auf Platzieren und platziert diese auch auf jeder einzelnen Kachel. Und die letzte. So, jetzt müsste auf jeden Fall hier überall was drauf sein und dann haben wir das erste schon mal geschafft. Wenn ihr das Ganze jetzt gemacht habt, verkleidet ihr das Ganze mit den Cones sozusagen. Das ist wie gesagt jetzt ein dreifacher Schuss, dass wenn ihr im Glitch seid und respawnt, dass ihr dann nicht irgendwie wieder auf dieser Map hier landet oder auf eine andere Map, weil ihr fliegt ja sozusagen immer aus der Map raus und geht dann über den Kreativzentrum in die nächste Map rein, statt durch das Teleporter, und dadurch werdet ihr dann meistens zurückteleportiert. Außerdem macht das Ganze jetzt genauso wie ich. Falls euch zu schnell war, könnt ihr das Ganze pausieren, aber so sieht das ganze Konstrukt aus, wie ihr dafür sorgen könnt, dass der XP-Glitch funktioniert. Nachdem ihr das Ganze gemacht habt, Freunde, geht ihr komplett raus aus dem Kreativmodus. Die Map bleibt gespeichert und wird beim nächsten Mal, wenn ihr dann in den Kreativmodus geht, automatisch ausgewählt sein. So, Freunde, wenn ihr dann wieder im Kreativ- bzw. in der normalen Lobby angekommen seid, geht ihr jetzt nicht wieder auf den Spielen-Button, das ist sehr, sehr wichtig,
sondern ihr werdet stattdessen einfach jetzt hier auf Kreativmodus drücken und dann auf Inselcode. Wir werden jetzt nämlich mit diesem Inselcode, den ihr jetzt hier gerade drin seht, Freunde, auf eine andere Insel verbinden. Ihr denkt euch gerade wahrscheinlich, wieso ist der Inselcode bis hier normal und statt einem Bindestrich und vier Zahlen ist hier jetzt ein V und drei Zahlen, Freunde. Aber ihr werdet sehen, wenn ich jetzt hier das Ganze Enter drücke, wird das Ganze funktionieren, beziehungsweise bei euch die Aktionstaste. Und das liegt daran, dass wir jetzt eine ältere Version von der Map laden, wo der XP-Glitch noch komplett am Funktionieren ist. Und das Ganze werdet ihr auch sehen. New Sliding und XP-Rewards. Es funktioniert Level Up bei Elementing Players und. Hier das XP-Zeichen, das bedeutet, das ist schon mal super. Wie gesagt, wenn ihr die Map gefunden habt, drückt ihr jetzt hier auf Spielen. Aber drückt dann noch nicht auf Bereit, Freunde. Und auch nicht auf Öffentliches Match, sondern ihr werdet dann hier einmal rübergehen und werdet dann hier in euren Einstellungen, ganz, ganz wichtig, alles, wie gesagt, auf Privat stellen. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, können wir jetzt auf Spielen drücken. Und wir werden jetzt in eine private Lobby, wenn alles geklappt hat, verbunden, ohne andere Spieler. Und dann können wir den XP-Glitch auch direkt ausführen. Wichtige Anmerkung dazu nochmal, schaut auf jeden Fall, dass hier unten privates Match steht, das könnt ihr per Anklicken dann ändern. Wenn privates Match steht, dann drückt ihr jetzt nochmal auf Spielen und dann sucht ihr richtig. So Freunde, wenn ihr jetzt hier angelangt seid, dann kommt ihr auch schon zum langweiligsten Schritt und zwar steht dort unten, dass es noch 70 Sekunden braucht, bis das Spiel startet. Und diese Zeit könnt ihr jetzt leider nicht großartig überspringen, es gibt jetzt hier keinen wirklichen Weg, das Ganze zu starten. Deswegen lehnt euch zurück, guckt ein bisschen TikTok oder so, ich mache hier einen Turbo-Durchlauf, bis gleich. So, Freunde, die Zeit ist endlich abgelaufen. Wir werden jetzt teleportiert, Freunde. Und dann geht's auch schon direkt los. So, wenn ihr teleportiert worden seid, seid ihr gerade hier. How you can level up by getting eliminated. You can see your progress at the top left corner of your screen. Also hier wird ganz normal erklärt, wie man leveln kann. Das ganze Prinzip ist ziemlich, ziemlich einfach, Freunde. Und wenn ihr dann ganz hier angekommen seid, könnt ihr hier noch einige XP-Rewards euch abholen. Und dann läuft ihr aber jetzt erstmal hier rüber. Wenn ihr dann hier drüben angelangt seid, Freunde, navigiert ihr in diese Richtung, in die Safe Area. Und ihr seht schon direkt, das erste Level ist auch schon da, Freunde. Okay, das ist auf jeden Fall mal ziemlich interessant, warum ich jetzt einfach hier 4000 XP bekommen habe. Aber die Map ist wirklich sehr, sehr krass und den Code habt ihr im Video gesehen. Wenn ihr dann hier angekommen seid, Freunde, navigiert ihr hier rüber in den Store. Wenn ihr dann hier in den Store reingegangen seid, landet ihr hier auf dieser Bereich in der Map, Freunde. Und dann geht ihr schon mal hier rüber. Hier könnt ihr einiges in dem Store wirklich einstellen. Ihr seht das Ganze, hier sind die Rewards und für die XP. Und das ist ziemlich, ziemlich gut, denn hier können wir auf jeden Fall uns einige ziemlich coole Sachen holen. You get XP for every time you join the map. Also ihr könnt auch die ganze Zeit eigentlich rein und rausgehen aus der Map. Aber das finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Deswegen, wir gehen jetzt hier auf Get 50 Kills, ihr seht das Ganze hier, Freunde, oder Get 25 Kills, das ist dann wie gesagt euch überlassen. Ich empfehle es mit der Get 50 Kills Methode und dann macht ihr das Ganze an. Und wenn ich jetzt hier einfach vorstehe, Freunde, kann ich mir die ganze Zeit XP abholen. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr einfach. Und warum das Ganze so ist, kann ich euch nicht erklären, Freunde. Aber ich könnte einfach jetzt hier meine Taste einklemmen und bekomme die ganze Zeit eine Menge XP. Ihr seht das schon. Ich mache das jetzt vielleicht seit 5 Sekunden, 10 Sekunden. Ich bin schon über 2000 XP hier gerade und es funktioniert wirklich gut. Okay, Freunde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Wir laufen hier einfach rum. Fürs Nichtstun kriegen wir die ganze Zeit so viele XP, Freunde. Schon wieder 200, nochmal 200, nochmal 200, nochmal 200. Leute, wir machen hier pro Minute über 50.000, 60.000 XP fürs Nichtstun. Und das ist der krankeste XP-Glitch. Und er funktioniert einfach immer noch seit mehreren Tagen. Und es geht immer und immer weiter, Leute. Ich könnte jetzt locker hier Level 100 auf den Account klar machen. Das ist so, so krass. Wie gesagt, ihr müsst hier nicht mal was drücken, Freunde. Das geht jetzt sogar automatisiert, weil ihr habt diesen Button angemacht sozusagen. Und jetzt kommt die ganze Zeit XP und ihr könnt das richtig, richtig viel farmen. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, und dann unendlich Kills schon gefarmt habt, dann könnt ihr auch wieder die Map neu starten, falls ihr dann nicht mehr so viel bekommen solltet. Und dann sollte das Ganze auch wieder funktionieren. Falls dir das Video gefallen haben sollte, würde es mich mega freuen, wenn du jetzt noch ein Like und ein Abo da lassen würdest und dein Epic Games Namen in die Kommentare schreiben würdest. Ich adde wie gesagt jeden einzelnen von euch, der sein Epic Games Namen in die Kommentare schreibt und mit etwas Glück schenke ich dir dann auch einen Battle Pass. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen.